In den letzten Jahren wurden Fast-Fashion-Marken oft dafür verantwortlich gemacht, dass sie die Menschenrechte sowie die Umwelt nicht respektieren. Eines der Probleme dieser Unternehmen ist das Recycling von Textilien. Dazu muss man wissen, dass dies in Europa ein echtes Problem ist. Frankreich scheint jedoch über Technologien zu verfügen, die uns helfen könnten, der Fast Fashion entgegenzuwirken. Aber was sind diese Lösungen? Was schlägt Frankreich genau vor? Und wie kann die Technologie uns helfen? Das wollen wir in diesem Video zeigen. Und los geht's. Manchmal machen kleine Gesten einen großen Unterschied. Das zeigt uns hier Cetia, eine Innovationsplattform, die sich der Wiederverwertbarkeit von Textilien und Lederartikeln widmet und in Hendaye im Südwesten Frankreich an der Grenze zu Spanien angesiedelt ist. Mit ihrer futuristisch anmutenden Maschine wollen sie die Welt des Recyclings revolutionieren. Die Maschine mit dem Namen ReShoes wird mit einem gebrauchten Turnschuh bestückt, der einen Tunnel durchläuft, bevor er vorsichtig von einem riesigen Gelenkarm erfasst wird, der dann die Sohle präzise abreißt. Das hört sich vielleicht einfach an, ist aber ein echter Vorteil in der Welt des Textilrecyclings. Allerdings hat der Roboter manchmal Schwierigkeiten, die Sohle zu entfernen, da sich in der Sohle Schaumstoff befindet. Das Problem ist, dass die Hersteller die Zusammensetzung ihrer Schuhe nicht offenlegen, was die Kalibrierung des Roboters erschwert. Aber diese Maschine hat einen echten Vorteil. Sie erkennt die Farbe und die Zusammensetzung des Stoffes beim Mischen zweier Materialien mithilfe von Infrarottechnologie. Dies ist bei der Vorbereitung auf das Recycling von entscheidender Bedeutung. Das Material, das dabei herauskommt, hat also eine bekannte Zusammensetzung und kann leichter wiederverwendet werden. Die sortierten Kleidungsstücke laufen dann durch eine weitere Maschine, die harte Stellen wie Knöpfe oder Zugbänder aus dem Stoff entfernt. Bei Cetia gibt es auch eine dritte Maschine, die einen Laserschnitt hat, der den Stoff beim Trennen des Stoffes von den anderen Komponenten nicht beschädigt. Sie ist besonders für die Luxusgüterbranche interessant, die ihre edlen Materialien intakt halten wollen. Es gibt auch eine vierte Maschine, die künstliche Intelligenz nutzt, um bestimmte Unterscheidungen leichter treffen zu können. Zum Beispiel zwischen der Tasche eines Kragens und dem Ärmel eines Hosenbeins. Auch das klingt banal, ist aber eine wichtige Unterscheidung, wenn es darum geht, vor dem Recycling eine erste Sortierung vorzunehmen. Insgesamt haben diese hochmodernen Geräte einen Wert von fast 2 Millionen Euro. Mit einer Maschine, die die Sohle vom Rest des Schuhs entfernt, wird Cetia zur weltweit ersten Innovationsplattform, der es gelungen ist, diese Manipulation automatisiert durchzuführen. Cetia war ursprünglich der Forschungslehrstuhl der Ingenieursschule Estia in Partnerschaft mit dem privaten Forschungszentrum CETI, hat sich nun aber zu einem Unternehmen entwickelt, das innovative Prototypen für das Recycling von Textilien und Leder anbietet. Das Projekt wird von der anerkannten Öko-Organisation WeFashion finanziert, die 900.000 Euro in das Projekt investiert hat, aber auch von der Region Nouvelle-Aquitaine, die fast 1 Million Euro beigesteuert hat. So konnte Cetia zwei Patente anmelden. Man muss wissen, dass Schuhe in Europa derzeit manuell zerlegt oder einfach nur zerkleinert werden. Es ist also ganz normal, dass diese Art von Maschine immer mehr Menschen zu interessieren scheint, insbesondere Marken, meint Chloé Salmon-Legagneur, die Geschäftsführerin von Cetia. Sie erzählt der Zeitung Geo, die Marken sagen uns, ich möchte, dass das Material meiner Produkte in meiner Industrie recycelt werden kann und nicht in Isoliermaterial oder Bodenbelägen verwendet wird. Es ist wichtig anzumerken, dass das Textilrecycling eine echte Herausforderung für Europa darstellt. Tatsächlich wird nur ein winziger Teil der Textilien im industriellen Maßstab recycelt. Dieser Anteil soll bei nur 1% liegen. Lösungen zu finden ist daher von entscheidender Bedeutung. Außerdem kann aus dem 1% der in Europa recycelten Textilien kein neues Garn hergestellt werden, sondern es wird zu Isoliermaterial, Polsterung oder Bitumen verarbeitet. Dennoch möchte die Europäische Union bis 2030 einen Mindestanteil an recycelten Fasern in Textilien festlegen. Paul Fuchs-Arellano, Berater für Kreislaufwirtschaft, erklärt gegenüber dem Magazin Flair: Die Marken müssen mit hoher Geschwindigkeit hohe Recyclingquoten erreichen und wenn sie das nicht tun, wird die EU massive Geldstrafen verhängen. Man darf auch nicht vergessen, dass jedes Jahr 200.000 Tonnen französische Textilabfälle in den Export gehen. Es muss also eine Lösung gefunden werden. Die Herausforderung besteht darin, eine recht feine Sortierung des Materials und eine recht heikle Zerlegung vorzunehmen, um aus Kleidung wieder Kleidung zu machen. So wird Cetia insbesondere von Decathlon unterstützt, das im Übrigen einer der ersten Unterstützer des Unternehmens ist. Um das Recycling zu erleichtern, denken die Sportmarke und andere bereits bei der Konzeption der Kleidungsstücke über die Anzahl der verwendeten Materialien oder auch über störende Elemente nach, um das Recycling später zu erleichtern.
Wie Clémence Goubet, die bei Decathlon für die nachhaltige Entwicklung von Schuhen zuständig ist, erklärt, strebt die Marke bis 2026 100% ökologisch gestaltete Produkte an. Aber gibt es auch andere Lösungen, die weltweit umgesetzt werden? Welche Technologien werden eingesetzt? Vergessen wir nicht, dass die meisten Kleidungsstücke eine Mischung aus verschiedenen Materialien sind, was sie schwer zu recyceln macht. Aus diesem Grund kam das amerikanische Unternehmen Circ auf die Idee, eine chemische Lösung zu entwickeln, mit der sich die am häufigsten verwendete Mischung Polycotton trennen lässt, die also aus einer Mischung von Baumwolle und Polyester besteht. Diese chemische Lösung nutzt ein hydrothermisches Verfahren, das den Polyester verflüssigt und ihn von der Baumwolle trennt. Beide können dann zu neuen Fasern verarbeitet werden. SuperCircle ist ein weiteres amerikanisches Unternehmen. Hier muss man bedenken, dass es an der Infrastruktur zum Sammeln und Sortieren von Altkleidern mangelt, die sauber gehalten und von anderen Abfällen getrennt werden müssen. Aus diesem Grund bringt SuperCircle Lieferunternehmen, Lagerhäuser und Nachverfolgungssysteme zusammen, um den Prozess zu rationalisieren. Ziel ist es, die Einstellung der Öffentlichkeit durch verschiedene Anreize zu ändern, zum Beispiel mit Depotbehältern in Geschäften oder kostenlosen Lieferaufklebern. Mitbegründer Stuart Alem erklärt: Wir brauchen Einfachheit, Bequemlichkeit und Anreize für die Verbraucher, damit sie, wenn sie mit einem Artikel fertig sind, als erstes an Recycling denken. Das Unternehmen verwaltet nun die gesamte Recycling-Logistik für mehrere Unternehmen wie Uniqlo in Nordamerika. Ein drittes amerikanisches Unternehmen, das das Textilrecycling revolutionieren will, ist Unspun. Es hat die weltweit erste 3D-Maschine erfunden, die ein paar maßgeschneiderte Jeans direkt aus Garn weben kann und das in weniger als 10 Minuten. Während ihre erste Mikrofabrik in Kalifornien entsteht, erklärt sie, dass diese Maschine Stoffabfälle vollständig eliminieren und den Transport reduzieren würde. Und jetzt geht es nach Kalifornien, wo das Unternehmen Ruby Labs erfolgreich eine Möglichkeit entwickelt hat, das in Fabriken anfallende Kohlendioxid abzufangen und in Zellulose umzuwandeln. Das Unternehmen ließ sich dabei von der Funktionsweise von Bäumen inspirieren, deren gespeichertes CO2 indirekt dazu dient, ihre verschiedenen Teile wachsen zu lassen. Der gewonnene Zellulosebrei kann dann zur Herstellung von Garn verwendet werden. Im Juli 2023 kündigte das Unternehmen ein Pilotprojekt mit dem Einzelhandelsriesen Walmart an, um seine Innovation zu testen. Darüber hinaus wird es von wichtigen Investoren wie der H&M-Gruppe und Patagonia unterstützt. Wir begeben uns nun in die Schweiz mit dem Unternehmen Zentis Textiles, das sich auf das interne Recycling konzentriert. Tatsächlich hat das Unternehmen mit einer patentierten Maschine, die Baumwolle recyceln kann und dabei die Fasern so wenig wie möglich beschädigt, zur Bewältigung einer großen Herausforderung beigetragen. Denn dank dieser ist es nun möglich, neue, hochwertige Textilien herzustellen. Ihre recycelte Baumwolle wird von Marken wie IKEA, Patagonia und Tommy Hilfiger verwendet. Aber das Unternehmen erfindet sich neu und heute verkauft es seine Maschinen nun an Textilunternehmen, damit diese eine solche direkt in ihren Fabriken aufstellen können. Das Recycling findet also intern statt, direkt in der Fabrik. Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass einige NGOs darauf hinweisen, dass das eigentliche Problem die Überproduktion ist und dass technologische Innovationen den Marken lediglich als Vorwand dienen könnten, um weiterhin Milliarden neuer Kleidungsstücke zu produzieren, anstatt das Problem wirklich zu lösen. Es ist klar, dass die Technologie eine entscheidende und transformative Rolle bei der Verbesserung der Textilrecyclingprozesse spielt. Diese Technologien steigern nicht nur die Effizienz und Genauigkeit des Recyclings, sondern reduzieren auch den ökologischen Fußabdruck der Textilindustrie. Während mehrere Unternehmen weltweit verschiedene Technologien entwickeln, scheint Frankreich in den nächsten Jahren eine Vorreiterrolle in diesem Bereich übernehmen zu können.